Hallo Leute, jetzt nochmal eine kurze Nummer hier. Ich platze vor Freude. Also lief richtig gut. Wir sehen hier zum Beispiel, das lohnt sich und dann habe ich da natürlich nochmal einen kleinen oben drauf gesetzt, natürlich. Und dann habe ich hier gesehen, ja, der hier war auch wieder cool und dann kommt der absolute Knaller. Wir sitzen da und haben einfach mal net 900k gezogen, bitte. Ich gucke und denke mir, WTF. Also wirklich, der hat so übelst reingeballert. Und ich meine, er ist auch immerhin Clan Level 6. Also die sind echt aktiv. Also der ist auch logischerweise, er hat den Boost drinne. Der ist richtig aktiv und der hat einfach wirklich die Zeit verpasst, um wirklich, ja, seine Sachen halt zu einzusammeln. Und da habe ich einfach mal ein bisschen zugeschlagen. Und der hatte halt wirklich fast null in den Lagern selber. Was natürlich echt mega geil war. Und ich dachte mir, boah, geil. Ein mega krasser Shit. Sowas passiert einem halt super, super selten. Sind wir ehrlich. Wir haben hier einfach mal 930k. Aber der Gusor ist ja nicht oder wäre nicht der Gusor, wenn er jetzt noch mal ein kleines Ding rauszaubert und zwar hier zieht es euch bitte rein. Mir kommen schon die Tränen. Echt, er war hier, zieht's euch bitte rein. Hier ist randvoll, richtig brettervoll, also übel, richtig übel. Auch total unterlevelt, logischerweise. Und ich habe nur meine 220 Bogies und mein King halt. Und ich dachte mir auch, der King macht sein Ding. Und habe den erstmal losgeschickt, dass ich halt nicht so viele Kobis überhaupt erstmal in dem Flächenschaden waste. Dann dachte ich auch halt, klar, machst du halt das Dunkle erstmal klar, dass das da ist. Und hier hat mir natürlich das Dunkle auch gefallen. Fand ich natürlich mega nice. King schon gezündet. Und dann dachte ich wirklich, nichts anbrennen lassen. Haust du einen Rage rauf. Und dann dachte ich auch, hoffentlich, die gehen ein bisschen auf die Mauern. Hoffentlich. So. Und hier seht ihr es einfach an der Mauer mehr oder weniger vorbeigegangen. Aber immer schön durch den Rage durchgeschickt. Dass die natürlich geraged waren. So. Und dann dachte ich auch, so, okay. Du hast noch Rage. Du hast Rage. Also jetzt raushauen. Und er dachte, ja, gut, okay, ja, habe ich dann sogar noch als Verstärkung nochmal gedroppt ein. Und ich dachte, oh, nicht, bitte jetzt rennt nicht alle nach draußen. Und da dachte ich mir auch wirklich, jetzt komm, scheißegal, Rage rausgehauen, Baller rein, Baller rein, Baller rein. Also das musste laufen. Und ihr seht, wie es läuft. Ich denke, jeder kann irgendwie mitfühlen. Jeder, der wirklich eine Weile lang schon Clash gezockt hat, sagt, hey, das ist so ein Happy Moment. Das ist einfach übel geil. Und ja, das war's dann auch. Und fand ich einfach mega awesome. Auf jeden Fall. Und seht selbst, also echt cooles Ding. Richtig, richtig nice. Das gefällt mir. Und das wollte ich euch einfach wirklich nochmal mitteilen. Ich gucke mal, was die hier noch. Ist wieder back am Start. Ja, läuft halt bei mir. Läuft halt ziemlich gut. Auch süß. Gucken wir mal, was Nova raushaut mit auch süß. Ja, ist halt eine sehr komische Base-Aufstellung. Halt hier mit den. Ja, da werden garantiert Traps im Normalfall dabei gewesen sein. Die werden auch immer noch aktiv sein, weil die Minen und Sammler ja eigentlich ja, geleert waren. Aber waren keine Fallen drinne. Auch nicht schlecht. Komplett weggenascht. Hui, weg ist er. Richtig geil. Also wie gesagt, den musste ich euch einfach zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann guckt gerne weiter bei mir vorbei. Und ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao, ciao.